Hallo und willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir den Tip-Top-Chor dirigiert und hier das scheiß Minispiel mit dem Kroko-Kerl da gespielt. Er hieß, glaube ich, Mr. Vile. Warum zum Teufel auch immer. Und ich würde vorschlagen, wir verwandeln uns zurück. Oder? Ist das eine gute Idee oder nicht? Ja, doch, ich glaube schon. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo sich der letzte Jinjo befinden soll. Ja. Du sollst ihm nicht seine Füße abknabbern, du sollst dich jetzt verwandeln hier. Umalaka! So. Und wieder einmal bin ich Bär. So, was ist der schnellste Weg hier raus? Schätze mal die Stiefel. Und dann runterfallen. So. Gut. Okay, jetzt muss ich nur noch eine Stelle finden, wo es nicht so scheiße ist, runterzufallen. Okay, das hat funktioniert. Was ist das denn? Noten? Na, die brauchen wir auf jeden Fall. Und da hinten habe ich was gesehen. Oh, scheiße. Alter, guckt euch den Bastard an. Wie der mich verarscht. Da hockt er einfach auf so einem scheiß Stängel drauf. Ja, ha? So, das wär's. Die Welt ist geschafft, nur... Oh fuck, wie komme ich zurück? Und uns fehlen noch ein paar Noten, wohlgemerkt. Aber wo zum Teufel sind die jetzt wieder? Oh nee, ich seh's schon wieder kommen. Ich seh's kommen. Macht mich wahnsinnig. Ich will keine Noten suchen. Das ist nicht mein Begehr. Aber ich kann es auch nicht verhindern. Mal ganz im Ernst. Ah, ich komme da nicht hoch. Egal, da wird schon nichts sein. Ansonsten, wenn da was ist und ich es am Ende herausgefunden habe, dann dürft ihr mir gerne Hater-Kommentare schreiben. Weil das ginge ja auf keine Kuhhaut. Da hinten ist doch überhaupt nichts, ey. Nee. Und wo können wir denn überhaupt noch nachgucken? Da sind nur Eier. Bei der Jumping Stage da hinten waren wir auch schon. Das macht mich wahnsinnig hier, sowas. Das geht einfach nicht. Nimm mich mit, du Scheißblatt! Okay, dann halt nicht. Ah, Mann, nicht. Ah, geh doch auf den scheiß Stängel da. Du Doofkopf. Hä? Jetzt wollen sie mich völlig verarschen. Was sollen hier 5 Noten? Warte, sind das überhaupt? Ja, es sind 5 Noten. Was zum Teufel, Mann? Was zum gottverdammten Teufel soll das sein hier? Arsche. Oder auf dem Stängel da. Da ist gar nichts. Da ist auch nichts. Das ist auch nur der Level-Eingang. Und Eier. So, wenigstens sind wir jetzt voll geheilt. Aber ich check immer noch nicht, wo die letzten Noten sein sollen. Oh, ich hab's irgendwie kommen sehen. Ganz im... was ist das? Das ist ein Stängel, oder? War ich hier oben schon drauf? Ach, das sind eh nur Eier. 69.
Das sage ich oft genug, um euch den Witz vergehen zu lassen. Jetzt mal ohne Scheiß. Wo sind die letzten verdammten... Oder was ist das? Habe ich da nicht was gesehen? Was ist das denn? Okay, warte. Hätte nie gedacht, dass ich diese Stiefel mal benutzen werde. Zumindest die hier. Da hocken sie einfach hier hinten, ne? Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus! Das ist gut, Buddels. So, ich habe die Schnauze endgültig voll. Ich verschwinde hier. Allerdings müssen wir hier nochmal zurückkommen. Ich werde euch dann noch zeigen, weshalb. So. Zurück zum Level-Eingang, wo wir im vorletzten Part hergekommen sind. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Ja, schön. Der Penner geht mir auch nur auf den Sack, ey. Komm jetzt. Was soll der Scheiß? Ich will dich doch nur töten. Vor allen Dingen nur, ne? So, du bist das Nächste dran. Okay. Jetzt kommt nämlich der Zeitpunkt, wo wir in diese Röhre reinlatschen müssen. Hier gibt's nämlich Stiefel. Und wie wir alle wissen, können wir ja ohne Bottles Move hier die Stiefel gar nicht benutzen. Deshalb müssen wir das so machen. Denn hinter dem Leveleingang ist nämlich so ein Rohr. Fies versteckt. Es tut mich gar nicht stören. Tutis Angeschreie, Angstschreie zu hören. So. Was haben wir denn hier? So, wenigstens die Eierzahl geändert. Ein weiteres Puzzlebild. Von einem neuen Level. Das wird nämlich der nächste sein. Und zwar ist es... Freezeezy Peak. Ein Eislevel. Naja, ein Weihnachtslevel. Kann man schon fast sagen. So, hier gibt es nämlich so einen Block. Den müssen wir kaputt machen. Und da können wir nachher nicht rein. Jetzt kommt nämlich das Krokodil ins Spiel. Zumindest meine ich den Teil, den ich gerne als Backtracking bezeichne, weil wir in einen alten Level zurück müssen, um da durchzukommen. Wir müssen eigentlich nur das Krokodil holen. Oh, scheiße, Zeit! Okay, hat noch gereicht. So, gehen wir halt nochmal in Bubble Gloop Swamp. Das wird auch dann das letzte Mal sein, das verspreche ich euch. Die Noten sind wieder da. Aber keine Angst, die bleiben eingesammelt. Versprochen. Auch die Gingers sind wieder da. Nur die Puzzleteile nicht. Die bleiben für immer eingesammelt. Hm, immerhin. Immerhin etwas. Ich hoffe, die Frösche bleiben hier weg. So, die Noten und das ganze Zeug ist mir eigentlich scheißegal. Ich will einfach nur zum Mumbo und das Krokodil holen gehen. Und den da fertig machen. Okay, nochmal durch diese Bumper hier. Wir haben... Die Noten haben wir gar nicht nötig. Scheiß auf die Noten. Okay. Nächstes Paar Schuhe. Ja, irgendwie ist es nervig. Wäre irgendwie noch gut gewesen,
wenn man am Ende dann eine Abkürzung hätte freischalten können, wo man immer permanent hin und her hätte reisen können. Aber naja, Rare hielt das damals nicht gerade für nötig. Gut, Mumbo! Verwandle mich zurück in einen Krokodil. Hör auf zu maulen. Ich will die Zauberei sehen. Umalaka! Ja, im letzten Part habe ich auch von diesem legendären Zauberspruch berichtet. Diesem Umalaka. Und dem armen Grant Kirkhope, der diese Soundaufnahme mit schmerzenden Eiern aufnehmen musste. Wer die Story nochmal sich anhören will, der kann gerne den letzten Part nochmal gucken. Ich habe hier schließlich nicht den Auftrag, jeden Trottel über alles zu informieren, was er verpasst hat. Dafür gibt's eine Maus. Mit der kann man auf links klicken. So. Hallo Dildo! Oh Mann, ey, das werde ich nie vergessen. Auch das hat mit dem letzten Part zu tun. Guckt's euch einfach an, ne? Gut, gehen wir mit dem Krokodil raus, ein bisschen spazieren. Das war nämlich ganz cool, was man hier mit dem Krokodil machen konnte. Ich zeig's euch gleich. Mit dem Krokodil können wir sowieso durch die Sumpflandschaft hindurchlatschen, ohne dass wir irgendwelchen Schaden von diesen beschissenen Piranhas nehmen. Außerdem ist das die einzige Verwandlung, bei der man irgendwelche Gegner attackieren kann. Hat durchaus seinen Vorteil. So, und jetzt werden wir endlich rausfinden, was sich hier in diesem engen Gang versteckt. Wer zur Hölle bist du denn? Ich bin Cheeto, das magische Zauberbuch. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Schweige, du verlaustes Buch, sonst trifft dich mein böser Fluch. Die Hexe hat das Buch verschlampt. Ihr habt mich gefunden. Das ist eure Chance. Die werden wir nutzen. Rücke mit den Cheats heraus, Zauberbüchlein. Einen Zauber will ich verraten. Gebt auf den Boden der Sandburg an der Treasure Trove Cove den Code Blue Eggs ein. Danke, Meister Cheeto. In Grundhildas Hexenhöhle sind noch andere Bücher versteckt. Findet sie. Gut, jetzt haben wir also einen Cheat gekriegt, den wir auf dem Boden der Sandburg in der Treasure Trove Cove eingeben können. Das war ja der berühmte Code-Raum, wo man auch die Stop-and-Swap-Gegenden öffnen konnte, wo man die Eier und den Eisschlüssel finden konnte. Und ja, wer hätte es gedacht, bei Freezy Peak hier konnte man den Eisschlüssel finden. Ich meine, warum auch nicht? In der Eiswelt. Macht doch Sinn. Aber jetzt muss ich trotzdem mal überlegen, ob wir bislang alle Eier gefunden haben. Naja, wir haben ja keine Eier gefunden, sondern nur die Gegenden erkundigt. Ein Ei haben wir garantiert schon gesehen. Das ist in der Treasure Trove Cove. Und zwar in der Welt selbst, wo man den Code eingeben musste. Eigentlich sollte ich ja unten lang gehen und diese Goldfedern... Okay, ich glaube, ich sollte die doch nicht einsammeln. Weil wir ja schon voll haben. Macht doch keinen Sinn. Mombo-Magie gleich aus. Ja, mach doch mal. Zauber alle. Ach und jetzt kommt der auf mich zugestimmt, oder wie ist das? Oh, ihr jämmerliches Pack! Mein Besen haut euch aus dem Frack. Deine Reime werden auch nicht besser, Grunty. Es ist irgendwie nervig, wenn sie die ganze Zeit total random irgendwelchen Bullshit labert. Gut, ich würde sagen, wir geben erstmal den Cheat ein.
Wir haben heute eigentlich nicht so viel erreicht. Ist mir eigentlich auch wurscht. Machen wir nächstes Mal ein bisschen mehr. So. Auf, zurück zur Treasure Trove Cove. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt dem Eimer nochmal die Eier reinschmeißen müssen, damit er uns wieder in die Sandburg lässt. Ja, ich sehe, das Becken ist wieder voll. Halb so wild, kriegen wir doch schnell gebacken. Es dauert auch nur eine Sekunde. Aber hier hoch zu jumpen dauert ein kleines Minütchen. Ich tropfe! Können Bär und Vogel mich mit einem Pfropfen stopfen? Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Gut. Och, die Scheißkrabbe ist auch wieder da. So. Eine Note in dieser Welt. Okay, vielleicht sollten wir den erstmal fertig machen, weil der kann nerven. Und damit meine ich nerven. Gut, versuchen wir mal gleich mal den Cheat einzugeben. B. Haben wir ein L? Genau. L. Jetzt könnten wir eigentlich auch zwei Buchstaben mehrmals, also einen Buchstaben mehrmals verwenden. Blue. So wie jetzt. Eggs. Und jetzt. Anders als beim eigentlichen Spiel, das man hier machen musste. Banjo-Kazooie buchstabieren. 200 Eier gehören euch. Ab jetzt könnt ihr bis zu 200 Eier tragen. Es ist die alte Leier. Euch helfen nicht mal blaue Eier. Halt's mal, Grunty. Ja, bei der Buchstabierung von Banjo-Kazooie, dem Spieletitel dieses Spiels, konnte man die Buchstaben nicht mehrmals verwenden, sondern man musste wirklich, Da schwimmt mein Leibgericht. Bitte im Wasser bleiben. Hallo, Snacker. Auf Wiedersehen, Snacker. Gut, da wir das jetzt hätten, würde ich sagen, wir machen im letzten Part weiter. Arr! Arschgesicht. Und joa, ich weiß gar nicht, worauf wir eigentlich warten. Wir könnten mit der nächsten Welt sofort beginnen. Mit Freezy Sea Peak. Eine relativ große Welt mit viel zu tun. Na, es wird geil. Aber ich glaube, bevor ich zu viel von den neuen Abschnitten von Grundtildas Reich spoilere, würde ich dann doch lieber doch frühzeitig den Part beenden. Naja, was heißt frühzeitig? Ist auch schon wieder 18 Minuten. Hier brauchen wir 260 Noten. Ist überhaupt nicht teuer. Naja, früher habe ich halt nie alle 100 Noten eingesammelt in einer Welt und das war halt ein bisschen Schisse für mich. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich sagen, gebt mir doch mal einen Daumen hoch. Würde ich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.